What is up? Heute zu einer neuen Folge G. Tranke. Hallo. Wir reviewen heute Volvic Juicy Grapefruit. Sieht erstmal ziemlich interesting aus. Mhm. Sieht gut aus. I like. Ich mag die Farbe. I like it as well. Erstmal den äußeren Test. Hey, yo, yeah, man, won't you ich glaub's recht. Kick some of that, you know. You know how. Nee, Mann! Ist doch nicht schlimm, wenn der Auto. Doch, das hört man im Audio, Lina. Halte deine Fresse. Dann kommt jetzt der Soundtest. Ja, klingt ziemlich solid. Also von der Solidness klingt es ziemlich gut. Jetzt kommt der Riechtest. Es riecht sehr gut. Ja, ja. Es riecht sehr Grape. Ja, es riecht echt krass nach Grapefruit. Ja. Ja, ist irre. Also es sieht fresh aus. Also hier dieses Artwork sieht gut aus. Okay, jetzt kommt der Taste-Test. Ina, willst du den zuerst machen? Nee. Mach du zuerst. Ich habe ja den Bonbon. Ja, warum? Das wird eh verfälscht. Ja, wo soll ich den jetzt hinpacken? Ja, trink halt direkt alles. Ist leider nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde schon lecker. Ja, also, ja, es ist schon lecker. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es sprudelt auch. Doch, ich finde schon lecker, aber es ist auf jeden Fall verfälscht durch meinen Bonbon. Das heißt, du kannst austrinken. Aber es ist schon, doch, schon, ist erfrischend. Neue Category Suggestions. Ja, was ist deine Suggestion, wie man dieses Getränk am besten genießen kann? Ja, meine Suggestion ist auf jeden Fall, wenn es ziemlich warm draußen ist und dann packt man es in ein schönes Glasgefäß. It has to be warm. It has to be a Glasgefäß. It's a pretty Glasgefäß. Und dann kommen da ein Batzen Eiswürfel rein. Ein Batzen Eiswürfel. Ein Strohhalm, natürlich nicht aus Plastik. Strohhalm, non-plastic. Ja, dann setzt man sich in die Sonne und kann das schlürfen und ich glaube, dann ist ziemlich Ehre. Also man braucht noch einen Stuhl und eine Sonne. Ja. Schwierig. Optimalerweise. Genau. Ja, ich bin da ganz bei dir. Schön kalt, glaube ich, kann man das sehr gut genießen. Mhm. Also es hat viel Potential. Mhm. Ja, hat viel Potential. So, jetzt kommen wir aber zur Wertung. Oder? Suggestion Nummer 2. Ja, wenn es gekühlt ist und du gerade schwimmen warst am See oder im Schwimmbad und das ist gekühlt, entweder kaufst du es dir gekühlt oder du hast eine krasse Kühltasche und dann Ehre. Sippst du das. Crazy. Ja. Crazy. Dann kommen wir jetzt zum Part. Also ich denke mal so, ich erinnere mich mal so an den Taste. Eine 6,5. Weiß ich jetzt nicht, wie es mit den Suggestions ist. Ja, da kann maybe, auch easy. Maybe the Suggestions knocking it up a notch. Aber wahrscheinlich. Bei mir ist jetzt erstmal 6,5. Ich glaube, ich bleibe auch bei einer 6,5. Weil ich dachte so eine 7, aber für eine 7 ist eigentlich, machen wir eine 7. Also 6,5, 7. Ist ein solides Ding. Ja, kann man sich mal gönnen. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Das war's jetzt. Mit der G-Tranker Review Number 8. Machen wir nochmal irgendwas zum Ende, was schon am Ende reinschneiden kann. Was soll ich denn machen? Irgendwas Dummes. Ich kann nicht was Dummes auf Kommando.